Also, Ar-Razi, gestorben 606 nach Hijra, sagte: Ich habe die Argumente des Kalam und die Methoden der Philosophie betrachtet. Doch ich sah, dass sie weder Kranke heilt, noch Durst löscht. Die Kalam-Wissenschaft. Diese Krankheit, die du empfindest, ja, im Glauben also, die wird nicht geheilt durch Kalam. Noch Durst, Wissensdurst wird nicht gelöscht. Der kürzeste Weg ist der Weg des Koran. Ich lese bezüglich der Bestätigung, also dass wir Eigenschaften Allahs bestätigen, der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben. Und zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Also ist er oben, subhanahu wa ta'ala. Das habe ich jetzt gesagt, hat nicht Ar-Razi gesagt. Ja, also diese Ayah bedeutet also, Allah Azza wa Jalla ist oben. Und über die Verneinung lese ich, nichts ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende und Allsehende. Und die Aussage Allahs, sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen. Also sie umfassen nicht Allah Azza wa Jalla, ja, sie umfassen ihn nicht mit ihrem Wissen. Und Allah sagt, weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße, also der ihm ähnlich ist? Danach sagte er, wer meine Erfahrung gemacht hat, der weiß es so wie ich. Ibn Kathir rahimahullah sagte über Ar-Razi, es wurde erwähnt, dass er am Ende seines Lebens vom Kalam zur Aqida der Salaf zurückgekehrt ist. Also, wenn das ein Indiz ist, dann nehmen wir es, um gut über ihn zu reden. Deswegen sagen wir Ar-Razi, rahimahullah. Die Fanatiker sagen, wie kannst du sagen, Ar-Razi, rahimahullah, hat zu Kufr gesagt. Okay, aber am Ende, wir haben Indizien, ja, die besagen, und Ibn Kathir ist ja kein Unwissender, ja, also das ist ein Gelehrter, und wenn der sagt, es gibt Beweise, dass er zurückgekehrt ist, assalamu alaikum, dann soll ich doch das benutzen, um gut über meinen Bruder zu denken. Aber es gibt Leute, die sagen, nein, 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 immer schlechter über die anderen denken. Und in einem Gedicht sagte Ar-Razi, von unseren Studien, also das ist jetzt nicht in Reimform übersetzt, ja, von unseren Studien das Leben lang haben wir nichts. Also er hat sein Leben lang studiert. Also es gibt einige Aqida-Aspekte, Kalam-Aspekte. Da sagt er, ich habe 40 Jahre überlegt über diese Sache. Über diese eine Sache. 40 Jahre. Er sagt also, von unseren Studien das Leben lang haben wir nichts außer dem Sammeln von Gerede. Ebenso sagte er, die Beweise, die die Weisen, also die Menschen mit Weisheit, die die Weisen und Leute des Kalam erwähnt haben, sind zwar stark, trotzdem ist die Methode des Koran richtiger. Denn die Beweise sind zu komplex, das werden wir inshallah noch sehen. Also, der Gottesbeweis bei den Kalam-Anhängern, und das erwähnt Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, er sagt, einer der Gründe, warum das kein Beweis sein kann, der ist viel zu kompliziert. Du willst jetzt einem Menschen sagen, guck mal, es gibt Allah, und dann erstmal 500 Seiten. Materie und nicht Materie und was, hallo? Allah Azza wa Jalla hat es doch nicht so schwer gemacht. Denn diese Beweise sind zu komplex und aufgrund ihrer Komplexität öffneten sich die Tore der Scheinargumente und vermehrten sich die Fragestellungen. Im Gegensatz dazu geht die Methode des Koran auf einen Grundsatz zurück, nämlich die mangelnde Vertiefung und die Vorsicht vor dem Gerede, also vor dem Philosophieren. Ja.